34. Spieltag in der Penny DEL. Topspiel zwischen den Adler Mannheim und den Straubing Tigers, einen Tag vor Weihnachten. Und in Mannheim ist es das Spiel der leuchtenden Herzen. Man sieht es blinken überall und Mannheim startet richtig gut in diese Partie. Gewinnt diesen Zweikampf an der Bande über Eisenschmidt. Der passt dann hoch auf Rendulic. Und in der 5. Minute heißt es 1:0 für eiskalte Adler. Hier setzt sich McInnes durch im Zweikampf gegen Manning. Dann ist Eisenschmidt ganz uneigennützig und sieht im Slot Rendulic und der lässt Flo Bugel im Tor. Der Gäste aus Straubing keine Chance. Glänzender Start für Mannheim, die ohnehin vor allem im ersten Drittel bislang in dieser Saison zu Hause immer richtig loslegen. Und sie legen nach durch Sinan Akhtar. Vierter Saisontreffer für den Verteidiger, vorbereitet von Matthias Plachter, der sich hier durchsetzt. Der findet den Ex-Straubinger Stefan Leubel. Und dann hat Sinan Akhtar viel zu viel Zeit und viel zu viel Platz, um sich genau zu überlegen, wo er diesen Schuss hinhaben will. 2:0 für Mannheim, die 9. Spielminute. Und ein Assist für Matthias Plachter im Duell der Topscorer der Liga. Matthias Plachter gegen Taylor Lear. Und dann ist Straubing da, 2 Minuten vor dem Ende des ersten Drittels, weil Mannheim hier den Puck verliert. Parker Tuomi mit dem klugen Pass rüber auf Jason Akerson und der wartet lange und schießt die Scheibe dann unter die Latte vorbei an Felix Brückmann ins Tor in einem ersten Drittel, das sehr intensiv war, ganz viel Tempo drin, ein Top-Eishockeyspiel. Rein in den zweiten Durchgang, beide Teams neutralisieren sich weitestgehend. Straubing gut im Spiel, aber Mannheim ist schon wieder eiskalt und findet eine Antwort auf die Straubinger Bemühungen über Kremmer und über Swartz. Läuft die Scheibe rüber zu Nigel Dawes, der sich hier freiläuft, nicht gedeckt wird und die Scheibe vorbeibringt an Bugel. 13. Saisontor für Dawes, die 36. Spielminute. 4 Minuten später Straubing im Vorwärtsgang, aber zu ungenau. Dann ist Leubel dazwischen. Was für ein toller Pass auf David Wolf. 40. Spielminute, Zuckerpass von Leubel und Wolf, eiskalt auch hier wieder. Mannheim nutzt die Chancen, Mannheim hat die besseren Chancen und führt zu diesem Zeitpunkt mit 4:1 deutlich, während die Herzen hier blinken. Spendenaktion zugunsten krebskranker Kinder, Charity-Aktion der Adler Mannheim, die fast 45.000 Euro sammelt. Das 3. Drittel, Mannheim nach 5 Minuten mit einer guten Chance. Und wie gut die ist, das sehen wir hier. Larkin, der Verteidiger, Handgelenkschuss und der landet am Gestänge. Dann ist Straubing in Überzahl. Luke Adam, Akerson mit dem Schuss und dann prallt die Scheibe ab von Brückmann. Genau auf den Schläger des Ex-Mannheimers Luke Adam. Und der steht hervorragend und hat keine Mühe, hier den 2. Straubinger Treffer zu markieren. Die 48. Spielminute, erst der 5. Gegentreffer für Mannheim zu Hause bei Unterzahl. Aber Straubing hat es danach richtig schwer, einen weiteren Treffer nachzulegen, weil sie auch noch zweimal in Unterzahl spielen müssen. Im Gegenteil, Mannheim hat eine dicke Chance über David Wolf. Klasse herausgespielt, der macht eigentlich alles richtig, aber Florian Bugel, was für eine Wahnsinnsparade, verhindert da einen weiteren Gegentreffer. 2,5 Minuten noch zu spielen, noch eine Chance für Mannheim. Wohlgemut hat das 5:2 auf dem Schläger, scheitert aber einmal mehr an Florian Bugel. Und Straubing nimmt dann den Torhüter raus, aber auch das bringt nichts mehr. Mannheim gewinnt mit 4:2 im Topspiel gegen Straubing. We played a pretty solid game for the most part there. We didn't give them much. They have a great team, and like I said, so I mean, it's, you know, anytime you give them anything, they're going to take advantage for the most part. I thought our goalie played well. You know, we had a good game, but there's you know, little things that we can tighten up. Ich glaube, wir sind heute sehr gut im ersten Drittel rausgekommen. Haben sehr einfach gespielt, die Scheiben tief gebracht.
gut ins Vorchecking kommen. Ja, dann zwei Tore natürlich am Anfang, das hilft natürlich enorm. Im 300. Spiel von Stefan Leubel liefert dieser zwei Assists zum verdienten 4:2 Sieg der Adler Mannheim gegen die Straubing Tigers. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.